was hört denn jetzt auf? Jetzt wollte ich gerade zuschauen, bis man da reinkommt. Ist eine Blach da. Ich hab mir gar keine Karten gekauft, das rentiert sich ja nicht. Jetzt bin ich vorne einfach nein und da hat mich der Wachmann aufgehalten. Aber ich sag, tun's nicht so rum, ich bin die Schwester von der Dagmar Wörl. Die jüngere Schwester von der Dagmar Wörl. Und dann bin ich reingekommen. Und dann wollte ich mal dem Edmund grüß Gott sagen. Und bin ich gar nicht hingekommen. Nicht mal sein Zivi vom Edmund. Nicht der Söders Markus. In so einem American-Football-Kostüm hat er sich vor mich aufgebaut. Sag ich, ein schönes Kostüm, bloß der Körper passt halt nicht rein. Hat er sich sogar eine Cheerleaderin mitgebracht, dass wenigstens Anni ihn anjubelt. Ja, Marien! A Christian! Das kommt gleich nach Nordic Walking, ne? Ja, Nordic Walking, dass wir jetzt da reingekommen sind. Ich bin durch den Garten. Ja. Sieht man nur leer. Na, super schön ist da. Ja, ich wollte ja rein. Ich hab gesagt, ich bin die Mutter von der Barbara Stamm. Ja, ja, dann haben sie gesagt, zwei sind schon da, das Land. Ja, ja. Gott, und der Sitzungspräsident, ja, ja, der Gigerlas-Band, ja, ja. Das ist ja der Gigerl-Band, Gigerler. Der ist doch Händel, das ist doch der. Bei uns in Fern heißt das Gigerler. Ja, und unser Bürgermeister ist, ja, der Jung und der Mann ist auf die Toiletten. Hä? Die Dampons von Nürnberg-Fett. Die Dampons von Nürnberg-Fett. OBs von Nürnberg-Fett. Ach, OBs von Nürnberg-Fett, ja. Das ist ja toll, das ist mir im Fernsehen. Oder mal mein Telefon. Gott, oh Gott, das kitzelt. Das kitzelt mal, wenn ihr wollt. Bezahlt? Ja, die Glockskuni. Schöner Gruß. Schöner Gruß, die Glockskuni. Ja, was ist? Was? Wir sind im Fernsehen. Was? Wir sind im Fernsehen und wir sind nicht daheim. Astrid in Rom sehe ich ja, die fallert vom Stuhl. Schönste Schlabe ist ja Pudelland, ne? Mhm. Ja, das ist der Jubiläumspudel von der Stadt Fürth, aber noch nichts für 1000 Jahre alt. Ne? So? Ja, leider solche Pudel haben wir da. Überall aber die Pudel, ne? Ja, liebe Mädel, da kannst du lachen, ne? Ja, ja, das ist doch was Schönes. Das gefällt mir. Wir sind ja schon länger in Feitzücher. Wir wollten uns ja gestern zur Generalprobe schon reinschleichen, ne? Sind mit dem Kaffee Müller untergebracht. Schön, schön. Gute Tagen gibt's und da. Und Pralines haben wir schon gefressen. Ich ja, wirklich wahr. Immer nachts, wenn ich nicht da ist, gehen wir rein, ich konnte da rein fressen und zusammen. Ja, ja, das merkt ihr gar nicht. Na, und da war nicht ein Mann gestern Abend. Also der war noch aufdringlich. Ja. Das war ein ganz zudringlicher Kerl. Der war nicht aufdringlich, das war nicht ein Kerl, das war der Detlef. Also der war doch nicht, der war doch, also komm, wie der ist. Das war ein Bäckersmeister. Wie kommst du jetzt da drauf? Hat er gesagt, der hat eine Bäckerei? Mariechen, der hat zu dir gesagt, der hat noch ein Bett frei. Und ich hab's nicht verstanden. Das wäre meine letzte Chance gewesen. Sein Jahr, danach hätte er nimmer gewollt. Ja. Hat er mir Wiener Lieder gesungen, schön, der hat mir gefallen. Und gegessen haben wir im Spundloch. Ja, ja. Ach schön, so romantisch. Ja, wirklich gut gewesen. Und da kommt eine Frau rein mit 12 Kindern. Hm? 12 Söhne hat ich gehabt, ja. Wie die Orgel pfeifen, der Glänzchen war vielleicht 3 Jahre, der Christian war vielleicht 15 Jahre, ne. Hat zu denen gesagt, Bernhard, setz dich hin. Haben sich alle hingesetzt. Ne? Hab ich gesagt, wie haben sie jetzt das gemacht? Hat gesagt, ja, die heißen alle Bernhard. Ja, das ist ja praktisch. Er sagt, ja, wenn ich sage, Bernhard, geh ins Bett, gingen alle ins Bett. Wenn ich sage, Bernhard, putze die Zähne, putzen sich alle die Zähne. Ich sage, ja, aber gute Frau, was machen Sie, wenn Sie nur einen rufen wollen? Na, dann rufen beim Nachnamen. Sieh mal, wie viel Freizeitvergnügen in Veitshöchheim vorherrscht. Ne? Aber wir sind nicht nur in Veitshöchheim. Nee, da besuchen wir mit in St. Hedwig, meine Freundin. Da. Wir kommen ja rum. Letzten Sommer waren wir in Berlin. Ja, sind wir nach Berlin aufgeflogen, weil ich wollte, das war ja am Anfang vom Wahlkampf, wollte ich schon mal schauen, ob die Angela Merkel ihre Umzugskartons vors Kanzleramt gestellt hat. Ne?
Wo aber noch nichts dort ist, dann wahrscheinlich mit Plastiktüten kommen, so wie das früher üblich war bei denen. Hm. 3 Wochen waren wir da oben. Jetzt kommt der Mali wieder vom Abort, Schari. Das gibt's ja nicht. So ein Mordstromansbild und so eine kleine Blasen. Das gibt's ja wohl nicht. Und das in einer Live-Sendung, ne? Ja. Bei der bald nur Bürgermeister von Strühlendorf wahrscheinlich, ne? Wieder zurückgekommen sind vor Berlin, ist ja der Wahlkampf richtig losgegangen. Ich lasse mich ja da nicht beeinflussen, da haben die keine Chance, die Politiker, weil ich mache immer Briefwahl. Ja? Es ist praktisch, da kommen die Unterlagen heim, dann nehme ich meinen Wahlbogen, hock mir aufs Abort und dann kreuze ich an. So aus dem Bauch raus. Ja. Aber dass das rauskommt, was ich gerade gemacht hätte, hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Nächstes Mal hocke ich mir ins Grüne. Ja, wenn's meinst, ich habe keine Briefwahl gemacht. Das ist mir zu beschwerlich. In meinem Alter, ich hab angerufen. Mariechen, da kann man doch nicht anrufen. Nur freilich am Wahlamt. Das ist doch eine geheime Wahl. Ich habe meinen Namen nicht gesagt. Ich hab nur gesagt, Merkel. Angela Merkel. Bin ich verbunden worden, war ich beim Oberbürgermeister bei unserem Jungs Thomas, ne? Hab ich wieder gesagt, Merkel. Angela Merkel, war der scheiß Freundl, hat mich eingeladen ins Rathaus. Ich möchte mich ins Goldene Buch eintragen. Hab ich vorhin nicht kapiert. Aber der kennt dich doch gar nicht. Ja, eben. Hab ich auch gewundert. Und überhaupt, warum hast du die Angela Merkel gewählt? Ich wollte mal ein richtiges Mannsbild zum Kanzler. Schade, dass die nicht da ist, ne? Aber hast du den Beckstein gesehen? Hat denn seine Frau wieder als König der Löwen zurechtgemacht? Ja, ich hab gemeint, der ist Club-Fan. Doch, die haben Fans? Und der Herr Stoiber, Menschenskinder, das freut mich, dass Sie da sind. Unser bayerischer Bumerang. Sie schicken, wo es willst, der kommt immer wieder zurück. Ne? Die bayerischen Brieftaubenzüchter, die wollen ihn jetzt sogar beringen lassen. So? An welcher Stelle denn? Muss man die Karin fragen. Ja, ja, die weiß das dann schon. Auskennen. Der freut sich auf Passau, wenn er da am Aschermittwoch einzieht. Ne? Hoffentlich singen sie nicht. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Na, ist ja Fasnacht dann schon wieder rum. Ne? Ja, kommt die Fastenzeit. Ja, und wohin zum Doktor? Na, hör auf. War erst letzte Woche beim Dr. Pfenning. Gehe ja nicht hin. War ich dort noch im Untersuch, frechte mich, ob es beim Wasserlassen brennt. Ich zünd doch das nicht an. Du kommst doch so schlecht hin. Was dein Doktor, was er mal irbt? Was ist denn bitte irbt? Ob dein Doktor was er mal irbt? Irbt kommt von erben. Und erben kommt von sterben. Sterben stirbt, erben irbt. Also deine Grammatik und Fränkisch lebt bei dir auch in zwei verschiedenen Parallelwelten. Was kriegst du denn mal? Wer? Dein Doktor! Der kriegt nichts von mir, halt mal. Soll ich ihn dem vermachen? Ich kenn doch den gar nicht. Die kennst du, die hast doch großgezogen. Den mein Doktor kenne ich höchstens erst 10 Jahre. Dein Doktor ist doch mindestens schon 40, die Marlene. Mein Doktor ist doch nicht Marlene, sie ist doch ein Mo. Dein Doktor ist ein Mann. Ich habe ja schon immer gewusst, dass mit dir was nicht stimmt. Die kommt ja ganz nach ihrer Mutter. Ich kenn den seine Mutter gar nicht. Das bist doch du! Ich bin doch nicht die Mutter von meinem Doktor. Von deiner Tochter, der Doktor, der hockt. Die Tochter, da sitzt sie. Von deiner Tochter. Tochter, du darfst nicht so nuscheln. Versteht man dich nicht? Ich nuschel vor wie unter einer Wolken. Nein, ich nuschel doch nicht. Also, du darfst nicht nuscheln. Wenn wir schon da sind, müssen wir ja den Leuten auch was
Was? Präsentieren? Was schon? Wir haben hier auf dem Präsentierteller. Hm. So einen Witz erzählen. Ein Witz, was du ein? Ja, treffen sich vier Musiker, aber keinen Ton. Kennen Sie, Herr Sandorf, kennen Sie den Lebenslauf eines Musikers? Ein Musiker kommt auf die Welt, macht Pause und stirbt. Drum hat er keine Pause gemacht, ne? Ja. Aber der Fasching geht ja immer früher los. Ja. Ne? Der geht ja schon Ende Oktober los mit dem Halloween. Ach, das gefällt mir immer. Das schaue ich immer im Fernsehen, im Dritten. Ne? Ja. Komm doch nicht im Fernsehen. Oh, freilich, das schaue ich immer an mit dem Paul Hörbiger, Hans Moser, Halloween. Das ist super. Das ist meine Sendung. Das schaue ich immer an. Ja, ja. Halloween. Halloween. Sieh mal, so ein guter Ton ist da immer. Das gefällt mir, so wie heute hier. Ja. Halloween, meine ich, das, was die Amis eingeschleppt haben. Wo die Kinder die ganze Nacht rumrennen, überall klingeln und schreien immer, Saures oder Süßes? Die haben mich so aufgeregt. Ich hab denen alle ja drum Ohrfeich geben, kommen wir das nächste Jahr nimmer. Wenn mir jetzt fast bei den Heiligen Drei König auch passiert. Aber ich hab den Schwarzen nur erkannt und dann wusste ich Bescheid. Der war zwar weiß, aber der CSU-Parteibuch gehabt, habe ich durchgehen lassen. Das ist doch das amerikanische an den Dankfest, ne? Ja. Da habe ich letztes Jahr eine Woche lang Durchfall gehabt. Wo was denn bitte? Von dem scheiß Kürbis gefressen. Du hast doch nie einen Kürbis daheim. Die stehen doch überall rum. Die lachen einen immer so schön an. Mariechen, das sind doch Dekorationskürbisse. Da ist doch da ein Licht innen drin. Da ist ein Licht drin. Drum hat mein Kloschüssel geleuchtet.